Bitte, dass ich das Mikrofon in die Hand bekam, wusste ich nicht. Ich war froh, dass ich die Pokale überreichen sollte. Aber jetzt kommt er noch her und sagt, da hast du noch ein paar Grußworte an die teilnehmenden Mannschaften. Und das will ich gerne wahrnehmen. Ich habe einige Spiele, wenn auch nicht alle, verfolgen können und war begeistert davon, wie ihr jungen Mädels, Frauen oder wie ihr auch angesprochen worden möchtet, wie ihr euch auf dem Platz bewegt habt. Wir haben da gerne zugeschaut und natürlich gibt es dann immer Gewinner und Verlierer, wenn man so ein Turnier bestreitet. Aber ich denke mal, die Verlierer streichen wir mal aus unserem Gedächtnis. Denn wer an so einem Turnier teilnimmt oder teilnehmen darf, es sind alles Gewinner. Und vor allen Dingen, ihr habt uns Zuschauern, Dankeschön, ihr habt uns Zuschauern viel Freude bereitet. Und ich denke, da kann ich auch im Namen aller, die diese Spiele verfolgt haben, sprechen. Hoffentlich sehen wir, und da spreche ich von meinem biblischen Alter, dass ich das noch ein paar Jahre erleben darf und daran schauen kann, wie ihr aus diesen jüngeren Mannschaften später in die ersten Mannschaften aufrücken dürft, wollt oder sollt. Und ich werde den Werdegang von einzelnen Spielern, die mir besonders im Gedächtnis sind, verfolgen, vor allen Dingen von Spielern unseres teilnehmenden Vereines. Denn hier sehe ich das manchmal und man sagt immer wieder, Heiner, hast du nichts Besseres zu tun? Ich schaue mir das Training immer an. Und hin und wieder werde ich dann von den Mädels angesprochen, auch der Trainer, aber das hören die oder sehen die nicht gerne, dass man Tipps abgibt. Aber die Frage, wie komme ich zu den höchsten Ehren? Wie komme ich zu einer Meistermannschaft? Fleiß muss da sein, Talent natürlich auch und die Begeisterung und vor allen Dingen zeigt das, wenn wir eure Spiele sehen und vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier auf dem Platz die Siegerehrung vornehmen. Sieger seid ihr alle, aber jetzt werden wir von Seiten des Veranstalters aufgerufen, mit welcher Platzierung wir am ersten beginnen wollen. Ich danke euch für das Zuhören. Es fällt uns alten Spielern leichter manchmal mit dem Ball umzugehen, als hier mit dem Mikrofon zu jonglieren. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Vielleicht kann ich mit den Füßen etwas besser als mit meiner Sprache. Und trotzdem, ich bin stolz und froh, dass ich hier die Pokalübergabe machen oder dass ich das darf. Ja, bitte. Seht mir es nach, wenn ich am Stottern bin. Aber Frank kann das besser als ich. Heiner, vielen herzlichen Dank in deinem Wohnzimmer. Ich schon mal zu den Pokalen. Nochmal bitte diesen Applaus. Wir fangen an. Oder muss sein.